Ja, genau. Also das Spiel, so vom ganzen Aufbau her, sieht schon mal aus wie etwas, was wir schon kennen. Weiß nur nicht, wie das hier abläuft. Wir haben 100 Plättchen. Oder sitze ich ein bisschen vor? Ich rutsch mal einmal. Wir haben hier unten 100 Plättchen, steht hier. Ne? Plupp, jetzt sind es nur 99. Und hier steht, wir haben 1 von 25. Weiß nur nicht genau. 1, 1, 1, hier ist überall 1. Ich denke mal, dann ist das egal. Hier wäre dann wieder 1. Also wahrscheinlich ein Punkt. Und hier wären es dann 2. Packen wir es ja. Ach, das ist Wasser, ne? Hier ist 3. Hier sind auch 1, 1, 1, 1, 1. Hier ist wieder dann, denke ich mal, egal. Pack's mal daran. Stein an Stein und so, ne? Irgendwie, wenn ich rauszoome und drehe, aber ich, also ich drehe, aber ich zoome auch nebenbei raus. Okay. Pack das mal nach da. Oh, oh Gott, hier ist ganz, so ein ganzer Fünfer-Spot. Hier, ne? Ach, da sind das hier unten die Punkte. Ja, ich verstehe schon. Das Spiel erzählt mir nichts, ne? Und guck mal hier, ich brauche noch einen Punkt, um wahrscheinlich das Level hier zu abzuschließen. Das heißt, wir packen das da noch ran. Ja. Okay. Hier kann ich auch sonst nichts weiter anklicken. Aber der Artstyle sieht schon cooler aus. Ja, genau, das meine ich, Sirius. Erinnert mich sehr, sehr stark an Dorfromantik. Ja, ich finde, das sieht aber auch sehr, sehr süß aus. Auch vom Style her, muss ich auch sagen. Und Dorfromantik wird ja auch irgendwann super schwer. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Finde komisch, dass ich hier irgendwie so beim Drehen auch reinzoome. Kann ich da vielleicht irgendwas noch ändern? Options, Controls. Ich weiß nicht, was das ist. Enable Tile Rotation. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dorfromantik habe ich nie angefasst. Echt nicht, DJ? Das ist ein super entspanntes Spiel. Also wenn du so ein bisschen Aufbauzeug magst mit so Highscores und sowas und einfach nur für nebenbei was suchst, dann ist Dorfromantik echt perfekt dafür. Muss ich echt sagen. Und willkommen zurück, Reza. Und hallo, Zim. Ja, Enable verstehe ich, aber was ist Tile Rotation? Also Tile kenne ich nicht. Vom Namen her. Hab Anno. Ja, gut. Wenn ihr sowas natürlich mehr zu sagt. Ich habe keine Ahnung, was Tile Rotation ist. Oder Tile. Oder keine Ahnung. Es war eigentlich an, aber. Ein Sechseck ist ein Tile. Okay. Oder Land of the Viking. Das hört sich interessant an. Ihr Zoom ist Maus-Scroll-Wheel, aber auch das Drehen irgendwie. Object-Rotation. R und T. Okay, aber hier auch Maus-Scroll-Wheel. Das ist halt, das ist ein bisschen doof, dass das beides halt gleich belegt ist, ne? Der Zoom und das Drehen halt. Mit R und T geht das aber auch. Vielleicht kriege ich das dann noch ein bisschen besser hin. Ah! Okay, ja, das funktioniert so. Also, zoomen und drehen ist halt beides auf derselben Taste. Das ist ja ein bisschen komisch. Okay, Musik ist. Ich weiß nicht, wo ich das hinpacke. Es passt ja gefühlt nirgendwo.
Hier. Hier? Naja, du, gut, wenn du sagst, ne? Oder ist ein kleiner Baum? Süß. Packen wir den damit ran. Hier ist ein bisschen grüne Wiese. Packen wir hier auch noch schön mit ran. Jetzt habe ich das hier irgendwie so runter gemacht. So. Hier haben wir noch mehr Steine. Warte, sag mal, die Steine sind hier gerade größer geworden, ne? Hier habe ich das hier. Hier haben wir wieder grüne Fläche. Gehen wir daran. Noch mehr grüne Fläche. Oh Gott, ganz viele Steine. Ja, so, hier so rein, ne? Ah, die werden. Das verändert sich wirklich. Die werden immer größer und so. Oh, wie cool. Guck mal, und dann wachsen die Sachen auch und so. Hä, okay, das ist ja cool. Oh, da ist ein Häuschen. Packen wir denn das Häuschen hin? So Berglandschaftshäuschen? Pack's mal damit ran. Ah. Also es geht hier ran, aber der Teil sieht komisch aus hier, ne? Der erste, den wir da bekommen haben. Das ist ja auch interessant, dass du hier manchmal so eine ganzen Dinger hast mit 5 Stück oder so dran, ne? Das ist ja auch super interessant. Es macht schon ein paar Sachen anders als Dorfromantik. Ich glaube, ich pack's dahin. Und dann können wir hier vielleicht noch so eins ranpacken, irgendwann. Hier, was kommt denn dahin? Ich weiß gar nicht. Ja, siehst du, jetzt habe ich hier das halt zugebaut mit dem hier. Habe ich kein Wasser mehr. Ja, und anscheinend gilt das da aber trotzdem. Ja, genau, das wollte ich nämlich. Dass ich die hier so miteinander verbinde. So. Hier sieht man auch wieder hier, ne? Also hier brauchst du halt noch 2 Häuser. So wie ich das gesehen habe, oder? Hier. So, da wäre es jetzt fertig, genau. Haben wir hier so ein ganzes Dörfchen. Das ist ja richtig süß, dass sich die halt so auch verändern, je mehr du daran baust. Da ist jetzt einfach so eine Kirche noch gespawnt und so. Das finde ich ja cool. Also wenn die Steuerung hier mit dem Rotaten hier nochmal ein bisschen anpassen und ich dafür nicht R und T benutzen muss, weil in der Steuerung steht es halt drin, dass ich ja R und T benutzen kann. Und auch halt eigentlich das Mausrad zum Reinzoomen. Ja, das ist ja schon richtig cool. Kann auch hier festhalten mit der Dings und also mit der Maus, mit der rechten Maustaste kann ich auch festhalten und dann kann ich auch so bewegen oder halt so. Das geht auch. Dafür brauche ich die Tastatur theoretisch nicht. So, hier wäre dann der Wald ready, ne? Bam. Wald, fertig. Hier sind drei.
Also das wird auch an sich richtig schön, außer dass ich hier diesen komischen Schandfleck hier habe. Also die hier mag ich nicht, aber da gucken wir einfach nicht drauf. Gleich alle, aber Elli, Elli, was ist das da für ein Schandfleck? Hier ist wieder so ein Vierer-Ding. Aber hier mache ich das Wasser wieder mit weg. Ich pack's mal dahin, auch wenn es weniger Punkte gibt. Und Hallöchen, Skaven Garf. Hi. Und Hallöchen, Kanisterköppel. Guten Mittag. So. Wir bauen wir mal unseren Wald noch mal ein bisschen weiter aus. Hier kriegen wir 4 Punkte jetzt. Wir bekommen ein bisschen Wasser. So, an dem muss ich hier ranbauen, ne? Sehe ich gerade. So. Oh Gott. Hier ist wieder so ein Riesenteil. Boah, das ist eine gute Frage. Geht das hier ran? Joa. Okay. Das packen wir noch daran. Warum geht das nicht? Das ist doch Stein. Da standen doch 2 Steine, oder? Egal, ich pack das jetzt mal daran. Wir kriegen das noch raus. Mir wird sehr wenig hier erklärt. Huch, wo kommt der Zaun auf einmal her? Da ist einfach ein Zaun gespawnt. Okay. Pack das mal hier auch wieder mit rein. Guck mal, das verändert sich. Oh, das finde ich richtig schön sogar. Hä? Voll gut. Dass sich so die Sachen verändern, das fehlt wirklich in anderen Spielen. So ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ah, warte mal. Oh, ich habe hier Scheiße gebaut. Deswegen geht das nicht. Ich muss den verbauen. Findest du das Game im Vergleich zu Dorfromantik, Ellie? Also, das steckt hier noch in den Kinderschuhen, ne? Das ist halt noch nicht fertig. Das ist jetzt auch nur eine Demo, die wir antesten. Aber ich muss sagen, ich finde das ziemlich süß. Ich finde das richtig, richtig toll. Erstens, vom Stil her gefällt mir das. Und zweitens finde ich es richtig cool, dass ich, wenn ich hier Sachen ranbaue, dass sich die hier auch verändern teilweise. Und es dann nicht halt nur einfach leer aussieht. Das finde ich richtig cool. Hier, wenn ich hier das ranbaue, dann wachsen die Sachen hier, die Felder. Wie cool ist das bitte? Hier habe ich Käse gebaut, weil den kann ich nicht machen. Weil der will, dass zwei solche Berge, beziehungsweise also 2 Steine an ihm angrenzen. Geht aber nicht, weil ich nur noch ein Feld hier frei habe. Das war ein bisschen blöd. Das heißt, ich verbaue den jetzt. Also auch wenn ich hier einen Stein nebenan, also wenn ich hier auch einen Stein hinsetze, geht es trotzdem nicht, weil er will, dass hier zum Beispiel ein Stein ist und hier. Also 2 Stück müssen an den angrenzen. Ach so, erste Demo. Genau, das ist erst eine Demo. Wir gucken uns heute die Demos vom Steam Next Fest ein bisschen an. Genau, das hier ist nur eine Demo-Version. Das Spiel ist auch an sich, glaube ich, noch gar nicht draußen. So, ich habe den jetzt verbaut. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, der gab nur extra Punkte. Aber bisher ist das sehr, sehr chillig. Ich habe aber auch schon länger nicht mehr in Dorfromantik reingeschaut. Ich weiß also nicht genau,
wie sich das da mittlerweile verhält oder ob das jetzt irgendwie besser geworden ist oder ob sich da noch großartig was verändert hat. Das kann ich leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Oh, wir haben hier viel, viel Wasser. Das hier finde ich halt auch cool, dass manchmal kommt so ein Batzen halt. Ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll, aber manchmal kommt halt einfach so ein Riesenteil hier. So mit so drei, vier, fünf teilweise. Und du musst halt gucken, wo du sie am besten ranpackst. Das schmeißt halt echt gerne mal alles durcheinander, aber es ist halt irgendwie auch cool. Gerade weil du dann halt so andere Strukturen halt auch teilweise rausbekommst damit. Warum sind hier zwei Zäune? Das sind aber zwei Zäune. Erst war da einer, jetzt sind zwei. Okay. Okay, hier haben wir auch noch Wasser. Fangen wir hier auch mit ran. Hier. Du willst zwei Häuser. Das heißt, hier musst du denn auch noch ein Haus hin, am besten. Wenn ich das hier ranpacke. Aber hier ist ein Stück Wald mit dran, ne? Das ist vielleicht, ich weiß ich nicht. Ach, egal. Komm, wir packen es da hin. Hier, guck mal, und hier ist nämlich das letzte Häuschen. Das ist halt, guck mal. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die Demo geht. Bestimmt halt einmal spielen, ne? Wir haben noch 35 Plättchen zur Verfügung. Gucken wir mal, was wir daraus noch Schönes machen. Das packen wir hier mit ran. Hier wieder. Oh Gott, hier ist ja. Oh Gott. Vor allem diese Strukturen sind manchmal so unvorhersehbar. Sag ich mal. Ach nee, der will immer noch drei haben. Dann habe ich jetzt hier schon wieder verkackt. Egal. Egal, ist nicht so schlimm. Ist schon. Wir gucken ja erstmal rein. Ist ja auch sowieso der erste Run hier, wenn man es so nimmt. Wenn man das so will. Packen wir das hier mit ran. Hier haben wir wieder Wäldchen. Machen wir unseren Wald hier mal weiter. Wasser. Oh Gott, hier ist wieder so ein großes. Punkte sind halt wichtig zum Überleben. Genau. Hier unten siehst du die Punkte, aber ich meine, das Konzept kennt man ja, denke ich, ne? Also ich bin jetzt bei 331 von 350 und bei 350 bekomme ich hier wieder acht neue Karten, so wie ich das hier verstehe, dazu. Ne, und immer so weiter. Ne, so geht's halt immer weiter. Was sieht halt auch so schön aus. Oh, können wir die hier verbinden? Oh ja, so ein bisschen. Ist denn sogar das 12 denn? Na komm. Na, warum nicht? So, jetzt habe ich hier immer noch 21. Oh, da fährt ein Trecker! Da ist einfach ein Traktor gespawnt! Hey, cool. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Da ist einfach jetzt ein Träger. Das Spiel ist genauso niedlich wie Ellie. Das ist ja richtig cool.
Also muss ich schon sagen. So. Oh, das ist so ein Spiel, das kann ich mir wieder vorstellen, dass ich das privat doch sehr suchten werde. Oh, das ist ja ultra süß. Mal hier. Ja, wenn du die Sachen halt auch fertig machst, dann kriegst du halt mehr Punkte dazu. Aber wie gesagt, das Spielprinzip kennen wir ja schon. So ist es ja nicht. Einmal so. Am besten. Und halt drei, ne? So. Hier werden vier. Das machen wir auch fertig. Ja, sieben Stück habe ich jetzt noch. Ui. Nicht mehr so viel. Pack das mal daran. Packen wir den Wald hin. Hier wären es drei. Hier vier. Hey, aber guck mal, ist schon richtig groß geworden. Pack das mal da noch mit hin. Ach, je. Oh Gott, das ist so ein Sechserfeld. Ja, die bringen gerne mal alles durcheinander. Hier so ran vielleicht? Oh Gott, ich habe nur noch ein Feld. Game over. Das war das letzte Feld, was ich hatte. Aber 469 Punkte habe ich geschafft. Und das ist hier unser kleines Panorama, was wir gebaut haben. Da heißt das Spiel ja auch so. Panorama. Wollen wir noch eine Runde versuchen? Wenn ich kann? Weiß ja nicht, ob es das Spiel. Ich finde diese zwei Zäune hier auch immer noch sehr sass. Die stehen sich so gegenüber und denken sich so: Was willst du hier? Hä? Das ist mein Bereich hier. Du kommst du rüber hier. Die streiten sich wahrscheinlich. Das Spiel hat wenigstens einen Namen, der besser passt. Das stimmt. Also es ist halt ja, so ein kleines Panorama, was man sich hier erbaut. Das stimmt wohl. Ich finde den Trecker ja hier auch immer noch süß, ne? Ja, einfach. Ich glaube, ich würde aber versuchen, ob ich hier nicht noch eine kleine Runde machen kann. Dann können wir Game Over, Back to Menü. Gehen wir mal back zum Menü. New Game. Ach, guck mal, ich hätte auch ein Tutorial spielen können. Dann hätte mir das wahrscheinlich besser erklärt. Aber ist ja nicht so wild. Mach einfach nochmal New Game. Bei der Dorfromantik habe ich am Anfang gedacht, es sei was anderes. Ah, okay. Okay, das ist unser Start. Wir versuchen das hier nochmal. Damit wir hier. Oh, okay. Ja, damit wir hier mal schon ein bisschen gucken. Oh, okay. Das so ranpacken. Guck mal. Ich weiß, das hat auch viel mit. Oh nein, da ist wieder so ein Zaun.
Ich weiß, sowas hat auch viel mit Überlegen zu tun. Wo kriege ich die besten und die meisten Punkte? Ja. Das verstehe ich auch total. Ich finde sowas auch total cool zum Entspannen einfach. Einfach hier so ein bisschen drauf losbauen. Ich pack das mal hier eher hinten. Ach nein, Steine. Och, nee. Nee, mach mal nicht. Nein, hier ist wieder jetzt ein Zaun. Ich will meine Zäune. Weiß doch auch nicht. Die sind einfach da. So. Du kommst auch hier ran. Oh, unser erstes Häuschen. Packen wir dich denn hin? Pack dich mal nach da. Kommst nach da. Packen wir hier hin. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich brauche hier nämlich noch ein Feld Minimum. Man kann natürlich dann auch gucken, ob wie gut diese Plättchen halt dann auch zusammenpassen und alles. Wenn man dafür sowas, wenn man dafür so ein Auge hat, ne? Dann let's go, Leute. Ich bin ganz schlecht in sowas. Ich packe einfach alles daran, wo ich denke, da ist gut. So, den Wald haben wir hier aber fertig. Das haben wir auch fertig. Ich will wieder einen Träger haben. Da ist gut. Hier ist sogar vier. Hier wäre auch vier. Pack's mal nach da. Ich will wieder einen Träger. Ich glaube, dafür muss das Feld groß genug sein, dass da ein Träger bei rauskommt. Oh Gott, Wald. Den mal nach da. Dafür habe ich ein Auge. Sehr gut. Augen sind sowieso immer sehr wichtig auch. Sollte mal hier weiter bauen, ne? Hier. Da ist der Träger. Ich habe den Träger wieder. Ich bin happy. Ich habe einen Träger. Das ist alles, was ich will. Ich will in dem Spiel einfach nur den Trecker haben. Mehr brauche ich nicht. Weiß ja nicht, du. Pack das mal nach da. Drei. Demos! Demos, vielen, vielen lieben Dank! Dankeschön schon für 9 Monate!
Vielen Dank und viel Spaß mit den Froschi-Emotes. Dankeschön. Den packen wir da. Oh. Oh. Bup, bup, bup. Pack den da mal dahin. Und den noch da. Okay. Hier haben wir wieder ein Stückchen Feld. Wasser. Aus. Drei, drei, drei. Oh, hier vier. Oh, wir kriegen so ein Bergdorf. Das packe ich mal aber hier mit hin. Gottes Willen. Hier sonst noch was? Dann packen wir dich doch da. Oh, das könnte man mit dem hier vielleicht irgendwie verbinden. Mist. Ah, so. Neun. Hier kommt noch ein Häuschen ran. Ist gute Häusle. Hier bauen wir auch wieder ein Feld hin. Hört sich auch gut an. Okay, 22 Plättchen habe ich noch. Hat leider das Problem, dass ich halt hier vor, egal wo ich sitze. Ob hier oder da, ich sitze immer vor irgendwas, was wichtig ist. Hier sind halt die Punkte, wie viel ich brauche bis zum nächsten. Und bei dem anderen stehe ich vor den Kärtchen halt, wie viel ich noch habe. So, ein Bergdorf. Wo ist Heidi und der Ziegenpeter? Heidi! Heidi! Deine Welt sind die Berge. Da. Sechs. Nimm ich. Hier sogar acht. Fünf. Kann ich noch mal ein bisschen Wasser bekommen? Ein bisschen? Da war vier.
Und das sieht ja auch richtig toll aus, was ich da gebaut habe. Oh, aber dann verkacke ich den da. Dann kann ich da nichts ranbauen. Man das erstmal daran baut. Mal Wasser. Wasser ist fertig. Und 9 Stück habe ich jetzt noch. Das dahin. Ich möchte noch ein Häuschen. So ein kleines. Bitte? Oh nein. Das wird nicht gut enden. Oh, das gibt 10. Wenn ich die miteinander verbinde. 467 bin ich jetzt. Ja, sad, aber das reicht nicht mehr. Ich kann den noch daran bauen. Und dann bin ich bei 471 und fast genauso weit. Ich habe, glaube ich, jetzt 2 Punkte mehr als bei dem Durchlauf davor. Aber das ist okay. Wenn man jetzt in dem Spiel, ich weiß ja nicht, wie das wird, aber wenn man im Spielverlauf selber halt auch wieder neue Sachen freischaltet, die man platzieren kann, wäre das richtig, richtig cool. Das gefällt mir, auch wie das halt alles aussieht. Muss ich echt sagen. Ich weiß zwar nicht, wie sich diese Zäune hin platzieren. Wahrscheinlich, weil die hier heller sind, ne, vom Boden her, als die hier. Aber da kann man bestimmt richtig coole Sachen auch mit bei rausbekommen und rausbauen. Man, guck mal, die qualmen sogar ein bisschen. Und das ist alles so durcheinander platziert und so. Ich finde das richtig schön. Also mit solchen Spielen kriegt man mich ja sowieso immer. Wie gesagt, Dorfromantik habe ich auch hin und wieder echt gerne gesuchtet. Das finde ich schon schön. Ja, doch. Da ist auch ein Haus auf dem Berg, sehe ich gerade. Aber auf einem Stein. Der Trecker ist immer noch mein Liebling. Den Trecker finde ich super. Den finde ich cool. Also das Spiel hat von mir auf jeden Fall Daumen hoch, sozusagen. Wenn man so nebenbei irgendwie was spielen will und man weiß nicht, was man spielen soll und einfach so nebenbei, finde ich schon cool. Und wo ist der Almöhi? Beziehungsweise der Großvater? Naja, da. Auf dem Berg hier. Da, ne? Da. Da wohnt er. Definitiv. Mochte die Boote und Züge in Dorfromantik auch sehr. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du hier vielleicht, weil das ist ja hier auch passiert, wenn ich hier genug, ich sag mal, Getreide hier aneinander hatte, dann ist halt der hier, der Trigger gespawnt, ne? Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn du halt hier genug Wasser und sowas alles zusammen hast, dass da auch Boote spawnen. Oder bei Dorfromantik war das so, es tut mir leid, dass wir es die ganze Zeit damit vergleichen, aber es liegt halt auf der Hand, dass es doch sehr ähnlich ist, ja? Sowohl von den Plättchen her, als auch von dieser Anzeige her und auch mit den Punkten und dem hier. Es ist sehr ähnlich. Machen wir mal hier wirklich Butter bei der Fische. Es ist halt so. Und es ist halt das Einzige, mit was man es gerade richtig vergleichen könnte. Weil es davon einfach nicht so viel gibt. Zumindest nicht, was einem ins Auge sticht.
Aber bei Dorfromantik konnte man ja auch, wenn man gewisse, ich sag mal, Challenges geschafft hat, hat man auch Sachen freigeschaltet. Das heißt, wenn du, was weiß ich, fünf Wassergewässer aneinander gepackt hast, hast du halt ein Boot freigeschaltet. Also so für immer sozusagen. Oder eben die Züge, wenn du so und so lange Zugstrecke gebastelt hast, dann hast du halt irgendwann so als Aufgabe gehabt, was weiß ich, hab eine 10 lang, also eine 10 Gleise lange Zugstrecke und dann hast du halt was freigeschaltet, sozusagen, was du dann immer benutzen konntest, beziehungsweise was dann immer drinne war. Halt auch wenn es nur Variablen waren vom Aussehen her oder sowas. Aber sowas wünschte ich mir denn hier auch. Ich finde die Trecker halt einfach super. Ich wüsste halt gerne, ob hier wirklich denn auch ein Boot irgendwann kommt oder sowas, wenn man hier genug Gewässer aneinander gebaut hat. Aber man muss auch dazu sagen, es ist erstmal nur eine Demo. Es ist nicht die Vollversion. Aber für Demo, ich finde das richtig cool. Das hier müssen sie noch ändern mit dem. Also, du kannst mit dem Mausrad scrollen, also reinzoomen. Das hier, ja. Aber gleichzeitig ist das Mausrad auch darauf belegt, dass du diese Plättchen umdrehen kannst. Also drehen an den Ecken und so. Also da muss man noch mal gucken, dass das vielleicht, oder dass man es selber anders belegen kann oder sowas. Aber das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten bin sehr gespannt, wenn das Spiel rauskommt. Ich finde das sehr, sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir gerade so für nebenbei, finde ich das super.